Aber da siehst du, warum ich bin geworden American President von Amerika. Weil es steht mir. Ich kann es tragen. Ich bin dafür geboren. Die Queen hat eine Krone. Ich habe diesen wunderbaren goldenen Haar. Das ist wie eine Krone. Ich glaube, wir lassen diesen Rollen lassen wir da drin. Das ist dann wie Understatement Diadem. Wunderbar. Warum soll Amerika nicht haben auch eine Queen, eine Krone? So, das sage ich dir, aber... Das ist das, was ich will machen nach der Wahl, genau zu machen, was ich gesagt habe vor der Wahl. Das ist mein Plan. Genau das, was ich gesagt habe vorher, machen. Du weißt, was ich gesagt habe zu New York Times? Die Abschaum, das ist widerliche Journalist. Ich habe besucht. Das ist ekelhafte Leute. Ah, das ist ein Juwel, hervorragende Menschen. Wunderbar. Wie Hillary. Hillary Clinton. Ah, da, aber die braucht auch immer meine Hand zwischen die Beine. Da hat sie nicht gehabt, deswegen hat sie verloren den Wahl. Weil sie hat nicht gehabt, mein Mann zwischen die Beine. Grauenhafte Frau, ekelhaft, sie ist so verlogen. Crooked Hillary, verlogen und korrupt. Da hat sie gehabt 33.000 E-Mail in die kurze Zeit, wo sie war Minister. Das würde ich nicht schaffen, das ist übermenschlich. Das ist eine unglaubliche Frau, völlig verrückt und völlig verlogen. Korrupt und verlogene Frauen, großartig, ich liebe sie. Sie ist mir sehr ähnlich. Hervorragende Frau, wunderbar, sie ist... Sehr nah an diesen Angela von Merkel von Germany. Ah, da, aber ich sage, da ist sie völlig verrückt. Sie will mit den Flüchtlingen, will sie Islam machen zu Deutschland. Sie ist Terrorist, sie ist völlig verrückt. Terrorist, sie ist eine grauenhafte Frau, sie ist geisteskrank. Weil sie hat einmal gesehen, nach der Katastrophe von Zweiten Weltkrieg, danach, Germany war so great and big with never before. Das war Wirtschaftswunder und Deutschland. Sie will machen aus diesen Flüchtlingen ein Challenge, damit sie danach hat Katastrophe und dann wird sie noch einmal Germany noch einmal größer wie nach 45. Eine völlig geisteskranke Frau, diese Angela, ist ihre eine völlig. Ich liebe sie, sie ist mir sehr ähnlich. Großartige Frau, großer Respekt, hervorragende Frau, wunderbar. Ich werde machen, so, ich werde, no. Ich werde machen aus meinen Haaren eine Ehreabzeichen zu geben Angela. Das ist mein Plan. Das ist mein Plan für die Amtszeit, wo ich habe jetzt zu sein, dankbar für die Leute, die ich verehre. Angela, Hillary, Fred, great man, great, wonderful. Bo, Eric, oh, Tiffany, Baron, wonderful people, great people, much love. Here, Jeff, David, Moody, John, wonderful. Politik is so bad, but these people are so wonderful. Das ist mein Plan, ich sage dir. Das ist mein Plan zu geben, die ganze Familie, die ich habe. Ich habe große Familie. Die werde ich alle Jobs geben in meine neue Firma Amerika. God save the Queen. Me. Let's go. Ja, let's go, meine Damen und Herren. Das war kein Beitrag aus der Rocky Horror Picture Show, obwohl natürlich der neue amerikanische Präsident schon glänzt mit exzentrisch außerirdischen Impressionen, mit denen er sein Amt neu erschaffen möchte als Retortenposten zu seinem eigenen orgiastischen Vergnügen. Damit herzlich willkommen zu einem Matthias Richtling Show Special, damit Sie Ihr Entsetzen über die letzten Monate noch einmal gut genießen können. Und wer könnte diese Kombination von Politik und Geschäftssinn, von Diplomatie und Schimpftiraden, von Stammtisch und Staatsamt besser erklären als Donald Trump selber? Hier ist er. Ja, welcome, Mr. Trump. Thank you for coming. Oh, no, not these formalitäten, please, no. Oh, Sie verstehen Deutsch. Nein, ich verstehe nicht, aber ich spreche es. Ach so, ja. Herr Trump, also die Wirtschaft hat ja schon lange die wahre Macht, auch bei uns in Deutschland. Aber mit Ihnen hat sie ja nun sichtbar die Politik übernommen. Wann stellt H&M den Präsidenten und wann kommt bei uns in Deutschland von McDonald's die Kanzlerin? Oh, no, not so negative. Das ist die ehrlichste Politik, die es gibt. Sie brauchen keinen Lobbyismus, sie brauchen keine Korruption, da musste niemand die anderen bestechen, zu bringen seine Familie in wichtigen Ämter. Ja. Mir spart die Amt eine Menge Geld.
Ja, ja, aber das Volk hat sie gewählt, damit sie die Dinge offenlegen, ja? Aber das, ich mache das. Ach so? Ich, jede Weise arbeite ich nur für mich. Ja, aber Sie haben gesagt, Sie wollen Amerika great again machen. Genau das, was ich tue. Das, ich bin Amerika. Ich mache mir great again. Ja, Amerika ist meine Firma. Ah, ja, und diese Firma Amerika haben Sie ja übernommen praktisch als feindliche Übernahme. No, oh, no, no, please, no, oh, no, no. Sogar das CIA sagt, Russland hat sich eingemischt in den Wahlkampf und hat Ihnen zum Wahlsieg verholfen, sagt CIA selber. Der Russland ist ein freies Land. Ja. Wenn der Russland will, dass ich bin Präsident, der Russland hat das demokratische Recht, mich frei zu wählen. Ja, aber Sie sind in Amerika, ja. Das ist großartig, dass Russland auch frei wählen kann, sogar in Amerika. Aber Russland ist wegen Ukraine, Syrien, Menschenrechten der erklärte Feind von Amerika. Ah, ich bin nicht Amerika. Ach. Wenn du kannst die Feinde nicht besiegen, dann musst du machen gemeinsame Sache mit ihnen. Ja, deswegen steht ja auch Horst Seehofer sehr in der Kritik bei uns Deutschen, wenn ich Ihnen das sagen darf. Ich bin auch nicht Deutsche, ich bin exterritorial. Majestät, hochverehrter Herr Putin, allehrwürdigster Herr Präsident, ich bedanke mich ausgesprochen, dass Sie mich als bayerische Ministerpräsidentin mit dieser Ehre empfangen zu werden und mich beehrt zu haben. Meine Verehrung, ja, beim Stichwort Thema sind wir schon beim Thema. Die Angela kapiert es nicht, gell? Weil wir keine Flüchtlinge wollen, belegt die uns doch tatsächlich mit Sanktionen. Gell? Das ist doch unerhört. Ja, wie sagt man in Deutscher, Sanktionen. Für Russland, für nicht, wir dürfen nicht mehr Waren bekommen von Bayern. Wir werden bestraft. 50% der deutschen Investitionen in Russland kommen von Bayern. Wir werden bestraft mit Sanktionen, weil wir keine Flüchtlinge haben wollen. Das ist doch unglaublich. Die Sanktionen für Russland sind wegen Ukraine. Das ist uralte Sache. Gut, dass Sie das ansprechen. Da habe ich nämlich einen Zettel von Menschenrechtsorganisationen, soll ich Ihnen sagen, wo es steht, da wegen Ukraine. Ah ja, da gäbe es Ukraine-Schießereien und es wäre, wie heißt es, gut. Nicht gut, das müsste beendet werden, sagen die. Ich weiß. Ah, Sie wissen es ja, warum sage ich es Ihnen dann? Ich wusste nicht, dass Sie so gut informiert sind. Ja, da wird es auch erledigt. Und Ihre Hausaufgaben haben Sie auch gemacht wegen Ukraine? Steht da? Da! Also, da wird es auch erledigt. Da müssen wir nur noch das Ding besprechen, wegen, wie heißt es noch? Fällt mir nicht ein. Ach, das. Was? Das, da habe ich es aufgeschrieben. Syrien, ja. Also, da gäbe es auch Bombardierungen. Ja? Und da wären betroffen private Frauen und Kinder. Und wie wenn im Islam jemals Frauen privat wären. Okay. Wovon sprechen Sie? Ja, eben. Wovon spreche ich? Da haben wir das auch erledigt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, grüß dich, Angela. Ich bin's, der Horst. Ich kenne keinen Horst. Okay, der Seehofer Horst. Ja, ich weiß. Ich dachte, du fühlst dich so wohl bei deinem Herrn Putin. Jetzt, Angela, ich habe doch keine Geheimnisse ausgeplaudert. Was denkst denn? Nein, 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 du hast uns nur diffamiert. Aber? Und jetzt hast du reumütig zurückgefunden in deinen Unrechtsstaat. Na, vielen Dank. Ja, was ist denn Unrecht? Ja, ich habe Jahrzehnte hinter der Mauer gelebt. Ich brauche von dir keine Belehrung. Aha, und warum hast du hinter der Mauer gelebt? Also, warum? Wenn ich es dir mal sagen will, das waren die Kriegsfolgen. Ja. Deutschland wurde geteilt, der Osten wurde eingesperrt, so viel zum Unrecht. Also. Ja, ja. Und der Westen hat also keine Strafe bekommen, oder wie, oder was? Also, was soll das denn wohl gewesen sein? Ist ja lächerlich. Der Westen hat als Strafe das Grundgesetz bekommen, mit Asylrecht etc. Deswegen lassen wir jetzt alle Flüchtlinge rein. Das Grundgesetz ist die Basis für unsere Menschlichkeit, nicht? Das Grundgesetz ist eine brutale Strafe, mit der wir zur Menschlichkeit jetzt gezwungen werden. Wenn die Nazis nicht gewesen wären, dann müssten wir heute nicht so menschlich tun. Also, du vergreifst dich. Jetzt wart nur. Und der Boden dafür ist es für AfD und Pefida.
Wenn die uns eine neue Katastrophe bescheren, dann möchte ich nicht wissen, was wir von den nächsten Alliierten dann noch an Menschlichkeit aufgebrummt bekommen. Das ist meine Sorge. Deine Menschlichkeit ist ein Sicherheitsrisiko. Du machst eine Herrschaft des Unrechts. Hast du eigentlich keine Angst, dass du in diesem Deutschland mal standrechtlich erschossen wirst? Ah, jetzt geh. Noch so eine Nummer und ich koaliere mit dieser Frau Frauke Petri. Aha. Bevor Herr Oettinger sie heiratet. Ja. Da kann ich bei deinem nächsten Besuch an der Grenze abfangen. Und die macht gerne Gebrauch von ihrer Schusswaffe. Oh, diese Merkel. Das ist eine völlig verrückte Frau. Die kritisierte Sennhofer und der holte Flüchtlinge nach Deutschland. Völlig verrückt. Ja. Aber Mr. Trump, das gebietet das Asylrecht bei uns, das Grundgesetz, das ist die deutsche Verfassung, ist das. So, das sagen Sie selber, die deutsche Verfassung. Die deutsche Verfassung, der wird auch nicht benutzt in Syrien. Warum da haben die Syrer die Rechte, die deutsche Verfassung zu benutzen in Deutschland? Das ist völlig verrückt. Ja, aber das ist Die Verfassung, die muss geschützt werden vor den Flüchtlingen. Da macht, was ich mache mit Mexiko. Da grabt den Mauer aus, gebt den Pegida AfD Gewehre zu schützen, den Mauer. Wenn ihr schon habt Irre im Land, dann nutzt sie auch. Patriheil. Meine Damen und Herren, wir die AfD, ich als Frauke Petri sage euch, was heißt denn die mit uns befreundete Pegida, mit der wir nichts zu tun haben, die hätten auf einer Demonstration einen Galgen getragen für Frau Merkel. Wie weit muss man entfernt sein vom eigenen Glauben, wenn man sich darüber empört? Und nicht merkt, dass Pegida nur erinnern wollte an unsere christlichen Werte. Auch Christus hing am Galgen am Kreuz. Pegida wollte Frau Merkel nur gleichsetzen mit Jesus. Sie wollen nicht, dass sie leidet, meine Damen und Herren. Was ist denn? Wir sind die Erleuchtete, die... Ich werde vollstrecken, dass, meine Damen und Herren, in Deutschland werden wir zeigen, wir haben Inhalte. Demokratie ist nur eine Vergeudung von Lebenszeit, die wir, wollt ihr das Totale? Ich habe aber, danke, dass ihr gekommen seid. Meine. Frau Stoll, ich habe eine Frage, Ich weiß, was Sie wollen. Aha. Aber ich habe nichts gegen Rassisten, gegen Rassen. Aber eine Abgrenzung zu dem, was nicht deutsch ist, von der Abstammung, vom Blut her, ist älter als alle Rechtspopulisten zusammen. Ah, ja. Das geht zurück auf die Herkunft des Menschen, aha, auf Neandertal, auf Steinzeit. Ich bekenne mich zu meiner Steinzeit. Oh, das ist Ihr erstes wahres Wort, wenn ich das mal sagen. Ja. Wir müssen Deutschland frei halten von Muslimen und Flüchtlingen, schon wegen des Klimas. Was hat das denn jetzt damit zu tun, bitte? CO2 wird bekanntlich verstärkt durch den Methanausstoß der Rindviecher. Was? Flüchtlinge und Muslime sind bekannt für den großen Verzehr von Knoblauch, Kohl und Bohnen, also, die Flatulenz erheblich steigern und die deutschen Werte beim Klimawandel um Jahre zurückwerfen würden. Also haben Sie deswegen auf Facebook auch den Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge empfohlen? Das war ein technischer Fehler. Was? Ich bin auf der Computermaus ausgerutscht. Oh, bitte, das ist ja sehr billig, Frau Storch. Also, Im Gegenteil. Es zeigt, wie tiefenpsychologisch tief unsere Menschlichkeit in uns verankert ist und dann hervorbricht, wenn wir nicht auf das achten, was wir sagen oder was wir tun. Aber wie bitte? Was bitte? Wie bitte? Wenn ich wirklich unterbewusst Schusswaffengebrauch empfohlen habe. So nur deswegen, weil ich diese Menschen schützen wollte vor Pegida-Hass und Asylheimbränden. Oh, komm. Sie schüren doch Hass gegen alles Fremde. Das sind und doch wer Sie. Weiter wettert gegen die AfD, gegen den können wir uns vorstellen, auch Schusswaffengebrauch zu empfehlen.
Oh, wonderful. Die sind storisch. Ich liebe das. Da wäre es gegen mich. Schusswaffengebrauch. I like. Ja, aber du sollst auch deinen Feind lieben. Alte christliche Lehre, ja? Oh, dazu, ich bin zu sehr Islamist. Was? Nee, oh, dann bleiben Sie bitte nicht lange bei uns. Vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Trump. Okay, aber du sagst nicht viel mehr gegen mich, so. Sie haben gehört. Puff. Ja, wir versuchen trotzdem, Christ zu bleiben. Das zeigt auch die Politik der Bundeskanzlerin. Die Schwächsten in der politischen Landschaft, die SPD, dürfen jetzt den Bundespräsidenten stellen, nachdem Frau Merkel durch den Schock ihrer Wahl, Mr. Trump, so geschwächt war, dass sie auf einen eigenen Präsidentschaftskandidaten in Deutschland verzichtet hat, nachdem Joachim Gauck, den sie nie wollte, nicht mehr wollte. Nein, nein und nochmals nein. Da nützt kein Wehen und kein Klagen. Und auch wenn Deutschland kräht aus einem vollen Hals. Es ist doch Zeit zu gehen. Ich habe als Bundespräsident dieses Deutschland bereist, bewandert und beritten. Nun aber sage ich euch nach 5 Jahren, mehr Deutschland ist für mich nicht drin. Wir sind heute bei der Bestandsanalyse im 1. Semester. Wie kommen wir heraus aus den überkommenen Ist-Zuständen alter Muster, Rassen- und Hautfarben, leere vorvergangener Gauländer, bis hin zu Bluttests von ekligen türkischen Erzfreunden der Kanzlerin? Wir sind heute am Beginn des Lernens, direkt nach der Nazizeit. Ich mag nicht mehr, mach das alleine. Ich will nicht noch mal von vorn beginnen. Ich mache einen Gauksitz. Deutschland war für mich immer der Joachimsweg. Hart und steinig, mit Reisen in die Untiefen der Flüchtlingsabneigung, über Stolpersteine innerparteilicher Gegensätze, durch das Gestrüpp sicherer Herkunftsländer, bis hin zu Wallfahrten, zu widerlich aufgeblasenen Missgeburten der obersten türkischen Politik. Nun bin ich gelandet im deutschen Sankt-Komposthaufen, wo Selbstverständlichkeiten vor sich hinmodern, wie gerechter Lohn, Quote für Frauen und Barmherzigkeit für Menschen in Not. Da wäre eine zweite Amtszeit wie das Aufhängen von schmutziger Wäsche. Ich mag nicht mehr. So geht denn hin. Ja, Joachim Gauck, schade, weil er zu allem Stellung genommen hat, was sich bewegte. Und damit er nie vergaß, was er sagen wollte, und wenn es noch so nichtssagend war, hat er sich ja vor dem Zubettgehen immer einen Knoten gemacht ins Gehirn, der sich auch bei jeder Rede widerspiegelte in seinem Gesicht. Dafür findet man schwerlich Nachfolger. Frau Merkel hat es versucht, andere haben einen gefunden. Und mit dem sprechen wir jetzt. Guten Abend, Herr Steinmeier. Herr Steinmeier, stört es Sie eigentlich, dass Frau Merkel Sie am Anfang als Bundespräsident nicht gewollt hat? Stört Sie das eigentlich? Das ist eine besondere Adelung. Frau Merkel hat Herrn Gauck auch nicht gewollt. Aber Herrn Köhler, Herrn Wulff wollte sie. Also Ihr Wunsch ist kein Qualitätssiegel. Und stört es Sie, dass Frau Merkel vorher so viele gefragt hat, bevor sie sie... Nun, wir sollten Frau Merkel nicht ins Korn werfen. Nein, aber bei der Präsidentenfrage war sie machtlos. Sie war nicht machtlos, sie konnte nur nichts tun. Ah, das stimmt. Bei Lammert konnte sie nichts tun, bei Schäuble konnte sie nichts tun. Das Gespräch mit Herrn Schäuble haben wir übrigens mal aufgezeichnet. Oh. Mhm. Ja, ja. Herr Bosbach hat Sie doch jetzt vorgeschlagen als nächster Bundespräsident. Bitte? Herr Bosbach. Ja, also, ja. Ja? Ja, schön. Ja. Also, was soll ich damit? Ja, also, für Spielereien habe ich wirklich keine Zeit, muss ich ehrlich sagen. Bitte, also, der Herr Gauck hat doch keine Spielereien. Nein, also, bitte, nicht missverstehen. Ich will dem Herrn Gauck da auch gar nicht in die Weichteile greifen. Dafür bin ich einfach nicht Jogi Löw genug. Er hat aber gute Reden gehalten, Herr Gauck. Ja, eben. Ja. Ja, das Wort Reden tätig unterstreichen. Also für Herrn Gauck war es die Krönung seines Lebens, ja? Ah ja, ganz gewiss.
Ja, weil er vorher nichts war. Also bitte komm, Entschuldigung, wenn man vorher ein bisschen von der Kanzel runtergewinkt hat und ein paar Akten sortiert in der Stasi-Behörde, dann ist es natürlich Krönung. Ja? Ja, ja. Für mich wäre es ein Rückschritt. Aha, weil Sie was Besseres sind. Nein, also das kann man, also bitte, das kann man so nicht sagen. Ja. Also, obwohl es stimmt natürlich. Also, bin ich also ganz objektiv. Ja, ja, das heißt also, Sie fühlen sich abgestellt in so einem Amt. Ja, also sagen wir so, also ich bin noch nicht so weit, um ausgestopft zu werden. Oh, wow, wow, wow. Also ist das Amt des Präsidenten so tot für Sie, ja? Na ja, also man ist im Präsidialamt schon, also kurz vor der Obduktion. Ach bitte, das würde aber Herrn Gauck sehr beleidigen, oder nicht? Ach, also Sie mal mit Ihrem Herrn Gauck. Ja, wieso? Das ist doch... Der ist ja auch nur Leidtragender. Ja, das ja. Problem haben aber alle Repräsentanten. So. Schauen Sie sich die Queen an mit 90 und ihren Prinz Philipp mit 95, der am Geburtstag heute immer noch also die Bärenfellgrenadiermütze hinterher trägt, auf dem Kopf natürlich. Ja, ja, also das schaffen Sie ja nur, wenn Sie diese Figuren genetisch verändern und mit Silikon haltbar machen. Die leben ja gar nicht mehr. Also als Queen von Deutschland eignen Sie sich nicht. Ah, Sie haben es verstanden. Ja, ich bin halt keine Königin. Oh, danke erstmal, Herr Schäuble. Entschuldigen Sie. Hier, Steinmeier, ja, hallo? Nein, ja, nein, 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 ja. Ja, nein, das haben Sie falsch verstanden. Nein, die SPD ist gegen ein Burka-Verbot. Na, weil Burkas Vollverschleierung sind und werden sie verboten, dann müssen wir auch Faschingskostüme und Masken verbieten. Muslime sind eben dauernd im Fasching. Nein, das hat auch mit Religionsfreiheit zu tun. Ja, dann gehen Sie mal nach Köln oder Düsseldorf oder Mainz, da werden Sie erleben, dass dort Fasching Religion ist. Das ist doch gar nicht... Entschuldigung, bleiben Sie am Apparat, ich bin gleich... Moment, bitte. Steinmeier? Ja? Nein, das habe ich gerade erklärt. Nicht Ihnen. Bleiben Sie. Ach so, Sie sehen. Bleiben Sie am Apparat. Hören Sie. Die SPD ist nicht gegen ein Burka-Verbot aus Eigennutz. Ich weiß, die Stimmung in der SPD nach den Landtagswahlen ist mies, aber das hat nichts mit den Burkas zu tun. Nein, die Ergebnisse für die SPD und der Hohn der Wähler sind kein Grund für die SPD, sich ganz Körper zu verhüllen. Nein, auf Wiederhören. Ja, klein Moment, Steinmeier? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, die SPD ist 153 Jahre alt. Wir sind für die Gleichstellung der Frau, ja. Nein, wir haben nicht gesagt, mit was sie gleichgestellt werden soll. Hallo? Kleinen Moment bitte. Steinmeier? Ja. Also hören Sie, das ist richtig. Die SPD ist für Bildung, ja, wir sind auch für Bankenregulierung und für gegen Altersarmut und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Das ist das Programm der SPD, da haben Sie recht. Herr Steinmeier, bleiben Sie eigentlich als Bundespräsident SPD-Mann, obwohl ja die SPD keine Volkspartei mehr ist, ja? Nun, ich, wieso? Naja, die SPD liegt bei 19% bundesweit. Also, je kleiner wir werden, umso weniger fallen unsere Fehler auf. Ach so, also Sie wollen als Bundespräsident aktiv sein, weil Ihre SPD so passiv ist in der Politik. Habe ich das richtig verstanden? Nein, die SPD wird jetzt sogar trainiert vom Bundestrainer. Bitte. Also, ich sage das jetzt mal ganz entspannt als Bundestrainer. Als Jogi Löw, schön, wunderschön, wenn das, was sich SPD nennt, noch da ist, dann würde ich den gerne also mit Tipps und Ratschlägen zur Seite stehen. Ist das alles, was von der SPD noch da, kurz gefragt noch? Aha, also da sieht man aber schon ganz genau, da ist also kein Kampfgeist da. Ihr nehmt die größten Niederlagen einfach so hin, euren Teamchef, den Sigmar. Das ist also keiner, der aus dem Mittelmaß, also aus dem Mittelfeld kommt und vordrängt. Kein Olaf, keine Hannelore, nichts. Man fragt sich halt nach diversen Heimspielen immer, waren von euch überhaupt alle Spieler auf dem Platz? Oder warum hat man bei euch immer das Gefühl, ihr seid noch in der Umkleidekabine zum Verrichten diverser Geschäfte? Ja, Sie müssen euch einfach klar werden, es geht nicht vorwärts.
Dann, wo bleiben wir wenigstens stehen? Weil in Baden-Württemberg hat ja beim letzten Mal 24% und jetzt sind es halt 12,7. Und dann genießt es aber auch einmal. Ja, einfach mal genießen und einfach wissen, beim nächsten Mal wird es halt noch weniger. Ja, besinnt euch auf das, was ihr könnt. Also SPD, das ist ja Rückzugsgebiet. Also wollt ihr wirklich eben auf Bundesebene aktiv sein oder fühlt ihr euch wohler im kleinen kommunalen Bereich? Pediküre, Maniküre, das ist für euch vielleicht viel wichtiger. Einfach die Konzentration zentrifugieren, weil so hat man immer das Gefühl, als ihr hofft, wenn ihr die SPD an die Wand fahrt, dass ihr danach zumindest noch einen prima Beitrag bekommt in Ups, die Pannenshow. Also, aber ihr seid halt noch nicht so tot, um euch wieder zu beleben. Ihr sucht die Zukunft, aber eben nur unterm Rasen. Ja, liebe Genossen, ich sag's gerne als Partei sozusagen, Chef der SPD sozusagen, als Sieg sozusagen, Mar Gabriel sozusagen. Landtagswahlen Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, 10%, 13%, Umfragen 17%, 16%, 15%. Wir wollen mal feststellen, dass die SPD zum Beispiel in Baden-Württemberg zum Beispiel die Regierungsarbeit geleistet hat. Die Polizeireform dort geht auf unsere Kappe, die Schulreform geht auf unsere Kappe, Umweltplanung, Mindestlohn im Bund, volle Rente ab 45 Jahren Arbeit und so weiter, sozusagen etc. Und die Wähler behandeln uns wie verzogene Göhren ihre Eltern, die sich für sie einen Arsch aufreißen. Da ist doch nicht mehr die Frage, ist die SPD noch Volkspartei? Ist das Volk noch das Volk? Nur ein Klingel von verwöhnten Kraken sozusagen. Und da ist auch nicht der Wähler enttäuscht von den etablierten Parteien. Viel gefährlicher ist doch, und das sollte sich der Wähler mal hinter die Ohren schreiben, dass die SPD enttäuscht ist und sich abwendet von den etablierten Wählern. Wir haben unsere Wähler zu reich gemacht. Statt ihnen mal beizubringen, dass die SPD sich nur deswegen über 150 Jahre gehalten hat, weil es genügend Arme gegeben hat, denen wir was versprechen konnten. Inzwischen merken die meisten, wir können ja gar nicht alles auftragen, was die SPD uns an Rolex- und Gucci-Klamotten in Form von Mindestlohn und sozialen Absicherungen hinterhergeschmissen hat. Unser Schrank ist voll. Wir sind doch als SPD die Geissens für unsere Wähler. Und jetzt werden sie weg zur AfD etc., weil das Klopapier, was wir ihnen kaufen, nicht auch noch aus Blattgold ist. Drauf geschissen. Herr Steinmeier, hat Herr Gabriel recht? Also, was hat der Wähler falsch gemacht beim Regieren? Nun, er ist Frau Merkel auf den Leim gegangen. Mhm. Es ist doch bezeichnend, dass Frau Merkel in der Flüchtlingsfrage das Asylrecht nicht beschränken will, aber dem deutschen Wähler durchgehen lässt, dass er bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg zum Beispiel für die SPD eine Obergrenze einführt. Ja, das können Sie mal mit Frau Merkel selbst besprechen. Sie ist unser nächster Gast. Vielen Dank. Für das niedere Volk habe ich separate Audienzen. Oh, na ja, dann vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Steinmeier, und auf Wiedersehen. Herr Steinmeier, alles Gute, Herr Steinmeier, der auf Herrn Gauck folgt, das hat ja Frau Merkel so festgelegt, so wie Frau Merkel auch festgelegt hat, dass Frau Merkel auf Frau Merkel folgt, vorausgesetzt, trotz der Flüchtlingskrise geht das, und das haben wir schon früh Edmund Stoiber gefragt. Seine Antwort dazu war sehr klar, unklar übrigens. Herr Stoiber, gut, dass Sie noch mal da sind. Darf ich Sie doch noch einmal fragen. Zur Frage zurück. Ja, kann Frau Merkel die Flüchtlingskrise überstehen? Kann sie, Frau Merkel, die Flüchtlingskrise, kann sie überstehen? Das ist ja eine ganz andere Frage. Ja, bitte dann. In die Frage als Antwort bereit
Schweiz hineinspielt, insofern als diese Frage ja bereits die Möglichkeit der Antwort offeriert. Denn ja, wenn diese Möglichkeit gar nicht zur Disposition stehen würde, würde man ja gar nicht auf die Idee kommen, diese Antwort in diese Frage hinein einzubinden. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Frage als ungelegtes Ei, was? Aus der die Antwort als Huhn bereits geschlüpft ist, bevor es gelegt wurde. Was? Und das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem lebendgebärenden Huhn, ein biologisches Wunder. Aber Herr was natürlich, lassen Sie mich ausreden, ja, ich sage was ja natürlich. Was natürlich völlig überraschend ist und wenig überraschend in Zeiten der umfassenden und allgemeinen Genmanipulation. Ja, verstehen Sie? Ja, aber gibt es eine Antwort auf diese Frage? Ja, welche Frage? Ob Frau Merkel die Flüchtlingskrise überstehen kann. Ja, was hat denn jetzt Frau Merkel zu tun mit der Genmanipulation? Was? Das Gespräch mit Herrn Stoiber werden wir gar nie aufzeichnen. Dann fragen wir Sie selbst, ob Sie sich wird halten können. Guten Abend, Frau Bundeskanzler. Was? Ah, ja. Frau Bundeskanzler, guten Abend. Frau Bundeskanzler, ja. Sie wollen also Bundeskanzler 2017 bleiben, Frau Bundeskanzler? Was? Ach so, ja. Ich hoffe, der Wähler hält sich an mein Wort, nicht? Ja, ja, aber nun haben Sie ja viele Landtagswahlen verloren in der letzten Zeit mit Ihrer CDU. Die anderen auch. Na, ja, aber Sie haben verloren wegen Ihrer Flüchtlingspolitik, ja? Ja, aber die Herren Steinmeier und Schäuble und Kretschmann stehen in den Umfragen ganz oben. Und die unterstützen aktiv meine Flüchtlingspolitik. Also, wo ist da der Zusammenhang? Na, was schließen Sie daraus? Dass die Leute überhaupt gar nicht kapiert haben, dass ich aktive Flüchtlingspolitik mache. Das heißt, wenn ich überhaupt mit Herrn Kretschmann und Herrn Schäuble und Herrn Steinmeier gleichziehen will, dann muss ich ja noch mehr Flüchtlinge ins Land holen, bis die Leute es endlich verstehen. Ach du, ja, dann brauchen Sie Herrn Erdogan überhaupt nicht mehr, wenn Sie noch mehr Flüchtlinge reinholen. Ja? Naja, also man fragt sich, warum kuschen Sie dann noch bei ihm? Also bitte, also, ja? Vorsicht! Naja, ja? Vorsicht, also wo wollen Sie hin mit Herrn Erdogan? Das ist doch die große Frage. Wollen Sie aufgenommen werden in den Harem von Herrn Erdogan? Also, ja. So, da wollen wir mal sehen. Put, 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 put. Wo ist jetzt mein Lieblingsfrauchen? Hier bin ich, die bin hier. Die feurig ist. Ja. Und widerspenstig. Ja, hier bin ich. Und um sich schlägt wie Kratzbürste. Ja, nicht unbedingt. Und da sprühen die Augen, wenn sich gegen mich wehrt. Wo ist mein Lieblingsfrauchen? Ich bin hier, ich bin hier. Ja, du? Du kleine Schlampe, was willst du? Was quatscht immer dazwischen? Wer bist du, dass du dich einmischst in Weltpolitik? Wo ich suche mein Lieblingsfrauchen, wo ist sie? Ja, das bin ich doch. Du bist doch die Deutsche, bist du die Deutsche? Ja. Ah, du bist die Deutsche. Da sag ich dir, du bist da viel zu unterwürfig. Da merke dir du, da leckst du mir Fiese und kriechst den Arsch. Keine Erotik. Da musst du viel lernen zu bezirzen, der Mann. Aber ich hab doch alles für dich getan, hab ich doch. Was hast du getan? Was hast du getan? Ich habe den Strafantrag stattgegeben gegen Satire für dich in Deutschland. Habe ich die Sekretär, da hat er begangen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen mich. Ja. Und da läuft er immer noch frei herum. Ja, ich kann ja einem Richter nicht vorgreifen in Deutschland. Also warum nicht? Da verstehe ich nicht. Ich habe 2000 Kritiker in Türkei, sitzen im Gefängnis ohne Richter. Ja, wir haben eben andere Gesetze in Deutschland. Da kann ich dann ändere sie. Ich verlange für diese Komiker die Todesstrafe. Die haben wir doch auch schon abgeschafft. Also dann führe sie wieder ein. Da hat er mich genannt Ziegeficker, verstehst du? Ja, ja. Ziegeficker. Ja. Da hat er mich genannt Ziegeficker, ja. Hörst du, Ziegeficker? Ja, ich hab's gehört. Aber das war ja nur ein Beispiel für das, was man eben nicht sagen soll in Satire. Da kann ich nur auch nicht dafür. Es war ja nur ein Beispiel. Ziegeficker. Ja. Hörst du, Ziege? Ja. Ziege! Ich habe nie etwas angefangen mit dir. Es war immer platonisch. Frau Merkel, Sie haben ja Herrn Erdogan einen Strafantrag gegen Satire gestattet in Deutschland. Also jetzt wissen wir, warum Sie nicht Strafantrag gestellt haben gegen Herrn Erdogan, wegen Verhöhnung und Beleidigung des deutschen Rechtsstaats.
Ja, aber ich, also, was? Was Satire angeht, gehört Deutschland zu den sicheren Herkunftsländern. So rum. Das bezweifle ich. Wir können ja froh sein, wenn wir nicht mal flüchten müssen aus Deutschland. Vor Herrn Erdogan. Geehrte Freunde von Freiheit und Demokratie, sehr geehrte Freunde von Neue Türkei, da bin ich sehr froh, dass ich bin glücklich, dass ich, darf ich mich herzlich begrüßen, zu sein in die Kreise von die große Vorbild von Rechtsstaatlichkeit und Liberalsein bei die größte Freund auf die Welt von Türkei, Präsident Wladimir Putin. Und da hat der Herr Putin sich großzügig entschuldigt, für das wir von Türkei haben müssen abschießen seine russische Jagdbomber in Syrien im letzten Jahr. Aber da bin ich ihm entgegengekommen und habe ich angenommen Entschuldigung von Wladimir Putin, weil ich habe erkannt, Entschuldigung, das ist für Katastrophe. Und Katastrophe ist gut für Versöhnung. Und Versöhnung ist gut für Einheit. Und Einheit, das ist gut für Kampf gegen Feind. Und dieser Feind, das ist Deutschland-Europa. Weil dieses Deutschland-Europa, das wollen sie abschaffen, Beziehung zu Türkei. Weil wir wollen haben Todesstrafe für Verbrecher, die mit Putsch abschaffen wollen, Demokratie und Freiheit in Türkei. Ah, aber da sage ich, da wollen diese Deutschland wollen wahrscheinlich auch abschaffen Beziehung zu Amerika und zu China, zu Japan, zu Brasilien, zu Thailand. Weil da ist auch überall Todesstrafe, 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 Todesstrafe. Da wahrscheinlich, wir sind noch zu human. Da sollen wir wahrscheinlich auch haben eine Guantanamo mit Folter und öffentliche Auspeitschen und Steinigung öffentlich, dass wir würdig sind für eine Beziehung mit Deutschland Europa. Ich würde auch gerne einmal... Ich auch. Da will ich auch Todesstrafe. Und viele Deutsche wollen auch Todesstrafe. AfD, Pegida, da wollen alle Todesstrafe. Und deswegen ich sage, wenn Sie frei sein wollen von deutscher Geschichte, dann kommen Sie zu uns. Da fliehen Sie nach Türkei. Hier in Türkei, da können Sie ausleben Ihre deutsche alte Geschichte. Kommen Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe selber meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Nun, Frau Merkel, die AfD, um an Erdogan anzuknüpfen, wendet sich ja Nazi-Begriffen wie völkisch zu und saugt die NPD auf und warnt vor Bürgerkrieg. Ja, den kann sie haben. Nicht? Das tausendjährige Reich hat auch gerade mal nur 12 Jahre gedauert. Also von daher. Und die Demokratie danach war nur möglich, weil die Menschen sie sich erkämpft und genug gelitten haben davor. Nicht? So rum. Ja, was wollen Sie damit sagen? Also ich verstehe nicht. Was will ich damit sagen? Was will ich damit sagen? Ich kann von einer Gesellschaft, die sich freiwillig in ein Dschungelcamp begibt und sich an Big Brother ergötzt, nicht erwarten, dass sie selbstbestimmt freiheitlich den Rechtsstaat aufrechterhält. Die AfD ist Dschungelcamp fürs breite Volk. Geistige und moralische Gefängniskost, wo man sich Arbeitslager als Vergnügungsparks schön redet, nicht als Challenge, wenn Sie wollen. Aha, na, wenn ich so will, aber die Frage ist... Nichts, reden wir hier mal dazwischen. In einer Zeit, in der man sich Not nicht mehr vorstellen kann, riskiert man sein Leben eben mehr als in Zeiten von KZ und Zerbombung. Ja. Wenn es der Kuh folgt, zu wohl wird, dann geht sie aufs Eis der AfD. Nun, wäre es denn eine Alternative für den Wähler, wenn Sie von vornherein Schwarz-Grün anböten im Wahlkampf jetzt? Ja, dazu habe ich ja neulich erst eine Aussage gemacht. Ich weiß eben nur nicht mehr, wie meine Meinung zu dieser Aussage gewesen ist. Ach so, na ja, aber in Baden-Württemberg funktioniert ja sogar grün-schwarz. Ja gut, also, liebe ratlose Mitbürger, verehrte Parteifreunde meiner CDU, anwesende, geehrte Grüne, Herr Strobel. Ach, Sie sind das. Ja gut, also bekanntlich gab es ja in Baden-Württemberg in den letzten 5 Jahren die weltweit erste grün-rote Landesregierung. Diese Verbindung hat der Wähler am 13. März 2016 brutal auseinandergerissen. Ja gut, also muss sagen, in einer Zeit, in der jede zweite Ehe geschieden wird, ist natürlich der Neid groß, dass diese berühmt gewordene grün-rote Ehe so lange funktioniert hat,
weil die SPD halt meistens den Mund hielt. Soll ich jetzt was sagen? Ja, nein, eben gerade nicht, davon schwätze ich ja jetzt. Oh, ich wollte nicht stören. Sie stören nicht, wenn Sie nichts sagen. Ja gut, also, wir stellen Ihnen jetzt die weltweit erste grün-schwarze Landesregierung vor. Mit der CDU, die wieder erwarten zweistellig geworden war und sich eine gewisse Ehrerbietung ableitet, weil sie halt mal stärkste Kraft im Land gewesen ist. Aber daran erinnert sich bald keiner mehr. Da wollte ich vielleicht anmerken, dass es für uns als CDU und mich als Thomas Strobel... Ach, Sie sind es jetzt, also... Dass es für uns als CDU doch hart war, uns wiederzufinden in einer Zubringerrolle, wo wir uns doch immer empfunden haben als Urenkel des letzten Kaisers. Und da ist natürlich hilfreich, wenn unser Winfried Kretschmann und zwar nicht die Funktion, aber wohl mit der Vergötterung seiner Person das Feeling der Monarchie zurückgegeben hat. Und da bedanken wir uns persönlich. Ah, wollen Sie noch was sagen? Nein, nein, schwätzen Sie nur. Sie dürfen gerne zwei Worte noch. Nein, ich würde nur das Gleiche sagen, was Sie sagen. Ja, das ist gut. Merken Sie sich das für die nächsten 5 Jahre. Das soll ich nichts sagen. Nein, gut, also Sie sollen nichts sagen. Sie sollen was tun. Ja, was? Also Sie sollen so tun, als ob Sie was sagen. Majestät. Frau Merkel, Sie haben die Energiewende gemacht, den Atomausstieg, die Frauenquote, den Mindestlohn. Also Sie sind doch schon grüner als die Grünen. Hä? Na? Ja, das ist das Problem. Wir sind zu den Grünen einfach zu ähnlich. Ich komme aus der Physik und weiß, dass gleiche Pole sich abstoßen. Ne? Und zu den Grünen gibt es einfach zu viele Unterschiede, die so ähnlich sind, dass die Unterschiede innerhalb der CDU für viele zu abstoßen sind. Merken Sie denn das nicht? Sie sprechen zwar, aber Sie sagen ja nichts. Kein Wunder, sind Sie bei vielen so unbeliebt inzwischen. Merken Sie das nicht? Ja. Aber darin bin ich sehr ausdauernd, wenn ich mal sagen darf. Nicht? Und was die Leute lange genug nicht lieben, das wollen sie am Ende auch nicht mehr hergeben. Lindenstraße und Dieter Bohlen sind da die besten Beispiele dafür. Ja? Also. Interessant, dann schauen wir uns mal Ihr Bewerbungsvideo an. Na dann auf Wiedersehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin heute da, um Ihnen mitzuteilen, ich nehme die Wahl an. Und zwar, was war es jetzt noch? Also zum deutschen Bundeskanzler. Das erspart viele Kosten für Plakatierung und Wahlkampf, da durch meine Entscheidung die Wahl 2017 im Grunde schon entschieden ist. Diese Entscheidung von mir ist ein großer Vorschuss an Vertrauen, das ich in den Bürger habe und das der hoffentlich nicht enttäuscht. Zumal die nächsten Jahre nicht einfach werden, wenn ich allein daran denke, dass bei VW unter Umständen 30.000 Menschen arbeitslos sein können, dann erwarten diese Menschen von mir Antworten, die ich ihnen mit klaren Konzepten und Lösungen geben möchte, wenn ich ihnen sage, das ist einfach so, müssen sie durch, das können wir auch nicht ändern. Den Menschen reicht es oft schon, wenn jemand da ist, der weiß, dass sie arbeitslos sind. Ich weiß es. Ich will Deutschland dienen. Und zwar ohne Umschweife und ohne viele Worte bin ich umsonst seit 11 Jahren Deutschlands erster stummer Diener. Ich will, und das wird Sie überraschen, auf jeden Fall regieren. Und zwar will ich keine Fortsetzung der Großen Koalition. Und das geht nur mit der SPD, weil sie ja inzwischen klein genug ist. Gerade hat die New York Times mich wieder erwählt zum Mann des Jahres. Dem will ich gerecht werden. Ich habe Sie, meine Damen und Herren, in den letzten 11 Jahren in die Lage versetzt, ein sorgenfreies Leben zu haben. Ich habe Sie in Schlaf gesungen. Durch US-Wahl und Bundespräsidentennominierung sind Sie rüde aus Ihren Träumen geweckt worden. Jetzt können Sie sich wieder zurücklegen. Deutschland kriege ich schon hin. Ich danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, das war das neue Matthias Richling Show Special. Und damit können Sie beruhigt darauf warten, dass auch die nächste Zukunft Vergangenheit werden wird. Denn wir sehen, dass Politiker stets einhalten, was sie sagen. Sie drücken es nur gegensätzlich aus. So wollen zum Beispiel die Grünen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Frau Merkel sagt, mit mir wird es keine Vermögens- und Erbschaftssteuer geben. Aber das ist eine wunderbare Basis für Schwarz-Grün.
wenn Frau Merkel den Grünen so entgegenkommt? Denn so kommt auf jeden Fall eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Wie war der Satz aus dem Wahlkampf 2013? Mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Und? Eben. Guten Abend.